die Technologie können da, die brauche ich euch nicht beizubringen. So, mein Name ist Uwe Friedrichsen, arbeite ja als CTO für Cozentric. Ich lege aber Wert darauf, dass ich immer noch wieder meine Finger an die Tastatur dran kriege und nicht einfach nur irgendwie im luftleeren Raum unterwegs bin. Ich habe irgendwann mal angefangen mit Programmieren, das hat mir Spaß gemacht und das macht mir heute noch Spaß. So, das ist irgendwie recht wichtig. Und das Wichtigste vielleicht auf der Folie ist der Speaker Deck Link, weil da werde ich irgendwann heute oder morgen werde ich die Folien hochladen, werde auch nochmal auf Twitter dann Tweet absetzen. Müsst mir jetzt nicht auf Twitter folgen oder sonst was, aber da könnt ihr dann kurz mal nachgucken. Oder ihr guckt einfach am Montag nach, wenn ihr die Folien haben wollt und spätestens dann sind sie da. So, so viel der Vorrede. Einstieg, weil es ziemlich viel Material. Und die Frage ist ja, okay, gutes API, was ist ein gutes API? Ja, Tasten wir uns mal ran mit einem Gegenbeispiel. Ich habe das jetzt mal bewusst ein bisschen überspitzt, weil, aber das ist so die Beobachtung, die ich nicht zu selten habe. So. Ja, wir brauchen API. Ja, kein Problem. Lass uns das mal schnell erzeugen, das API, weil wir haben ja so, lass uns mal ein paar Endpunkte exponieren, weil mit so einer Annotation ist das ja eigentlich ganz easy. Schreiben zwei Annotationen dran und schon, hey, ist der Rest an Punkt da. Ne? Und natürlich eine Versionierung, weil wir wissen ja nicht, was so kommen wird in der Zukunft. Also, ja, alles cool. Nehmen wir mal so ein kleines Fallbeispiel dafür. Das ist so total simplifizierter E-Commerce-Shop, also suchen, anzeigen, Sachen in den Warenkorb legen, bezahlen gehen, liefern, Kundendaten anpassen, sollen die Kunden bitte schön selber machen und die Produktdaten pflegen. Ne? Und ja, alles andere so stark vereinfacht. Wem das jetzt irgendwie bekannt vorkommt, weil er letztes Jahr bei mir in einem Vortrag hier gewesen ist, der hieß, wie das auf dem Weg zu, oder wie hatte ich das genannt? Zeitloses Design für Cloud-Native-Systeme. Das ist sozusagen das Prequel hierzu. Und da ging es darum, wie man also Systeme vernünftig, Services vernünftig designt. Und falls euch das Prequel interessiert, das gibt es auch als YouTube-Aufzeichnung hier auf Jux Video oder Jux Enter oder wie es heißt. Da könnt ihr euch das dann angucken, das Ganze. Müsste aber nicht. Wie gehabt, den zweiten Teil hier versteht man auch ohne den ersten gesehen zu haben. Es ist nur die gleiche Case Study. So, wenn wir die ja dann nehmen und wenn man sich dann so anguckt, wie die Designs typischerweise aussehen, dann fängt das ja typisch meistens so an, dass man sich so irgendwie an den Entitäten entlanghangelt. Ja, man sagt natürlich Domänenobjekte, weil man macht ja Domain-Driven Design. Nein, Domain-Driven Design geht nicht so. Aber das ist trotzdem, also ich habe das häufig genug gesehen in der Art und Weise. Da gibt es Kunden, Produkte und irgendwie Aufträge. Und dann macht man irgendwie, baut man so die Services da drum und dann kommt dann sowas raus wie so ein Kundenservice, ein Produktservice und ein Auftragsservice. Da macht man dann so die Funktionalitäten verteilt mal rein. Dann stellt man fest, oh, so ein paar Funktionalitäten passen da nicht ordentlich rein, so wie Checkout und Shipment, weil die brauchen mehrere von den Services. Und dann macht man solche Art Prozessservices und sonst was. Sehe ich regelmäßig in Projekten. Also nachdem ich den Vortrag gehalten hatte, kam man irgendwie witzigerweise, ich darf es eigentlich gar nicht sagen, aber dann kam man irgendwie drei Tage später, sagte irgendein Kollege von mir, kam vorbei und sagte, oh, das haben wir gerade im Projekt gemacht. Peinlich. Gut, ich glaube, sie haben es dann irgendwie ein bisschen verändert. Okay, weil in dem anderen Vortrag erzählt, warum das jetzt eine etwas schwierige Idee ist. Aber wie gehabt, wir haben so ein Design, sieht doch erstmal ganz unschuldig aus und jetzt brauchen wir ein API da draus. Also lass uns die Services nehmen, API dranhängen. Also so der Produkt, ne, so suchen, lesen, verändern im Großen und Ganzen, so ein bisschen CRUD-mäßig im Großen und Ganzen, bloß die Suche halt noch dabei insgesamt dann. Ich habe das jetzt mal bewusst technologieagnostisch gemacht an der Stelle, dass ich noch keinen Rest oder was auch immer gemacht habe, rede ich gleich drüber. Kunde sieht so ziemlich genauso aus, also ich habe das jetzt hier willkürlich vereinfacht auf, es darf immer nur ein Kunde gefunden werden und ich mehrere, aber ist auch egal an der Stelle. Lesen, verändern, dann haben wir das Gleiche für den Auftrag, also wieder suchen, lesen, verändern insgesamt und dann haben wir natürlich noch diese anderen Sachen, die wir da hatten, also das Checkout und Shipment, da müssen wir das irgendwie anstoßen gehen, das Ganze. Und natürlich die Version 1.0, klar, weil wir wissen ja noch nicht, was kommt. So, und dann ist das Design da. Okay, das war doch einfach, ne? Aber jetzt kommen wir zu dem spannenden Teil, Technologie. Das ist doch das, was eigentlich Spaß macht, weil das haben wir jetzt ja erledigt, jetzt kann man mal richtig über die Technologie reden. Also in Wirklichkeit wird zuerst über die Technologie geredet, ganz lange, und dann wird irgendwann die Annotation dran gehauen. Ne? So, also so, wie gesagt, ich überspitze das jetzt mal bewusst, Technologie. Und dann gibt es so die verschiedenen Parteien, die einen sagen, ja, lass uns doch HTTP-JSON nehmen. Also die nennen das dann RESTful, ist halt kein REST, aber meine Güte. Also Restafarian würde euch dann sagen, nee, das ist kein REST, ne? Aber ist restig genug.
für heute, ne? So, und was dann so typischerweise passiert ist, also ich exponiere damit dann also mein Datenmodell, so eine Art CRUD-Semantik, weil passt ja wunderbar zu den HTTP-Verben, und meine Flows so, weil ja gut, da wo es halt dann, indem ich dann halt solche irgendwie so künstliche Ressourcen baue oder sonst was, oder beides halt. Oder dann kommen die anderen und sagen, hey, GraphQL, weil Rest war ja gestern, wir haben 2019, muss schon GraphQL sein. Was ich dann so typischerweise tue, ist dann, ja, ich exponiere einfach so mein internes Datenmodell mit so einer Art SQL-artigem Interface nach draußen. Oder die anderen sagen, ja, komm, wir sind von einer echt coolen Fraktion, Kafka. Kafka for the world. Also, und dann so, und deswegen Events, Kafka, kann man sogar so coole Sachen wie SQLS und sonst was mitmachen dann, ne? Also, wo man dann also die internen Flow dann praktisch so als Events rausbläst und eigentlich auch noch diese CRUD-Semantik, weil da gibt es halt solche Erzeugeobjekte und so, Objekt erzeugt Events und so weiter und so fort, ne? Also schmeißt man auch raus. Kurzer Disclaimer, all diese Technologien sind tolle Sachen, alle haben ihren Platz. Ich glaube nur nicht, dass wenn ich über API-Design rede, ich damit beginnen sollte. Und dann stelle ich natürlich immer noch diese ketzerische Frage, die meistens so bei den meisten Entwicklern so spontane Gicht in den Fingern auslöst. Dokumentation. Oh, ich kann nicht mehr tippen, meine Hand tut so weh. Ne? Also das ist so das Typische. Ne? Ja, Dokumentation. Aber ist ja easy. Haben ja Swagger. Das ist ja cool. Mit Swagger ist alles gut. Also wenn wir HTTP verwenden, so, ne, dann ist das mit Swagger ganz cool. Die anderen sind nicht ganz so gut dran. Also gehen wir mal an. Also es wird nicht besser als Swagger, das Ganze. Ne? Und ich war jetzt ein bisschen faul und habe jetzt nicht das ganze Ding nochmal da im Swagger-Editor nachgetippt, so die ganze Geschichte hier. Ich habe dann einfach mal so dieses Referenzbeispiel, wie man es macht, auf der Swagger-Webseite genommen. Das heißt also, ich habe diesen Pet-Store genommen. So, und dann gucken wir uns doch mal an, so wie das so, wie man das so macht, dann so die Dokumentation. Da oben, get pet find by status, dann kommt die Dokumentation, finds pet by status. Also die haben es tatsächlich geschafft, alle Worte von dem vorne einmal so zu permutieren. Mehr steht übrigens auch nicht drin, wenn man es aufklappt. Also zumindest jetzt, das habe ich so Mitte des Jahres mal kopiert von der Webseite. Da haben sie ein ganz klein bisschen haben es verändert, aber so im Kern ist es gleich geblieben. Oh, was ist denn dieser Status jetzt überhaupt? Und dann guckt man dann so nach, so auch bei dem Post so und so weiter. Ist ein String. Okay. String. Ja, mhm. Also ich weiß sofort, was ich tun soll, so als Nutzer dieser API. Kann auch so weitergehen, so wenn man so in die Objekte dann selber reinguckt, zum Beispiel User hat da auch so was wie User Status, ist ein Int 32. Uff, was sind jetzt gültige Stati? Ah, kein Problem, ist ja Dokumentation dran. User Status. Ah, okay. Ja, und so weiter. Also, ja, das zieht sich so quer durch die gesamte Dokumentation. Und sind wir mal ganz ehrlich, wir sind ja Schlimmeres gewohnt. Also das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Ich meine, deswegen finden wir ja auch Swagger schon mal so cool, weil das ist ja schon mal besser als gar nichts. Ne? Aber so insgesamt, so ganz überzeugt bin ich persönlich jetzt nicht, wenn ich mir das so angucke. Weil eigentlich haben wir, was wir gemacht haben, ist, wir haben also unsere API unwahrscheinlich stark an die internen Konzepte gekoppelt. Wir haben also alles, unser gesamtes internes Denkmodell, unser internes Lösungsmodell, unser internes Design haben wir irgendwie nach draußen exponiert. Wir haben also damit eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir innen was verändern, dass irgendwie die API entweder gebrochen wird oder dass das, ja, dass wir also wahnsinnig Aufwand haben, das Ding beieinander zu halten. Und vor allen Dingen, der API-Nutzer muss euer mentales Denkmodell, mit dem ihr eure Lösung intern strukturiert habt, verstehen, um diese API nutzen zu können. Plus, was es eigentlich ziemlich Low-Level-API meistens ist. Das heißt also, dass die häufig gar nicht so richtig, gar nicht auf ihrer Denkebene abgeholt werden. Was sehr, sehr aufwendig ist. Also die müssen nicht ihr eigenes Problem lösen, die müssen auch nochmal euer Problem verstehen, wie ihr euer Problem gelöst habt, um das Ding zu nutzen. Warum das schwierig ist, dazu gibt es einen wunderschönen Talk, den kann ich euch dringend empfehlen. Ich habe da die URL da unten reingemacht gehabt von Arnaud Loré. Der hatte das letztes Jahr auf dem Platform Summit in Stockholm gehalten. Ist nicht lang, 20 Minuten. Und das Beispiel, also worum es mir geht, sind so die in ersten, 1.26 fängt das an tatsächlich, ist 2 Minuten. Wo er mal so als Werbetexter erzählt hat, eine Mikrowelle basierend auf internen Sachen, wo man wirklich nur einen Knopf hat, um Wellengenerator an- und auszumachen.
So, ne? Und weil das jetzt interne Design, das haben wir schön per API exponiert, so wie wir das Ding gelöst haben. Da wird ab und zu wird das an- und ausgemacht. Und jeder, der jetzt also einen Kaffee warm machen will, oder nee, einen Kaffee macht man lieber nicht, weil man eine Suppe oder sonst was Gemüse auftauen, muss dann also im passenden Rhythmus draufdrücken, loslassen, draufdrücken, loslassen. Passt natürlich hervorragend zum Denkmuster des Personen, der sagt, ich muss ja schnell die Suppe warm machen, weil da gleich muss ich irgendwie zum Bus oder sonst irgendwas. Ne? Deswegen also, cooler Vortrag, da wird einem also unwahrscheinlich viel klar in diesen 20 Minuten über gutes API-Design. Kann ich dringend empfehlen. So. Aber dennoch, ihr habt ihn nicht gesehen, so ganz überzeugt sagt er nicht, wie gehabt, sagt er, ja, meine Güte, ich hätte mal gerne so eine schöne Dokumentation, wie ich eben hatte und eigentlich sieht die API ja ganz gut aus. Was ist das Problem? Da gibt es aus meiner Sicht so drei Probleme. Das erste ist, APIs sind ewig. Der Satz ist nicht von mir, der Satz stammt vom Werner Vogels, der nach 10 Jahren AWS mal so ein bisschen Fazit gezogen hat und gesagt hat, so was waren die wichtigsten Learnings, die diese 10 Jahre AWS hatten. Und was er festgestellt hat, was sie festgestellt hatten, war, eine dieser Learnings war, wenn sie einmal ein API live geschaltet haben, dann haben sich die Kunden darauf verlassen. Und wenn sich die Kunden darauf verlassen, dann können sie sich nicht mehr ändern. Denn in dem Moment, wo sie sie ändern würden, würden sie praktisch das Geschäft ihrer Kunden kompromittieren. Weil ihre Kunden könnten ihr Geschäft nicht mehr machen. Das heißt also, sie hatten eigentlich nur einen Schuss, es richtig hinzubekommen. Und danach konnten sie abwärtskompatible Änderungen noch machen, aber es ging nichts mehr an Veränderungen. Also einmal, wenn ihr ein API released, als stable erklärt, könnt ihr es nicht mehr ändern. Denn eure Kunden, die Nutzer eurer API, haben ihre eigenen Probleme zu lösen. Die haben keine Zeit und keine Lust und kein Interesse daran, hinter euren Designdefiziten hinterher zu programmieren. Tun die nicht. So, wenn ihr problemlos bei einem Public API eure Version ändern könnt, heißt das schlicht und ergreifend nur, niemand benutzt es. Und wenn es niemand benutzt, dann solltet ihr einfach das Ding abschalten gehen. So. Das heißt aber, und diese Version geben wir so diese trügerische Illusion, hey, ich kann dran ändern, alles kein Problem. Könnt ihr nicht. Entweder ihr müsst alle Versionen von 1.0 bis 43, wo ihr gerade seid, weiterpflegen für eure Kunden. Oder ihr könnt eh nur abwärtskompatible Änderungen machen. Man braucht da aber auch keine Versionierung. Könnt ihr euch direkt schenken gehen. Deswegen, aus meiner Erfahrung einfach, versucht API-Versionierung zu vermeiden, weil sie lotst euch einfach sie gibt euch eine trügerische Sicherheit, die nicht existiert in der Wirklichkeit. Zumindest, wenn ihr erfolgreich sein wollt. Nummer 2, da geht es um diese Technologie, diese frühzeitigen Technologiediskussionen. Finde ich schwierig, weil man limitiert seine Optionen zu früh. Technologie hat Einfluss darauf, wie wir über unsere APIs nachdenken, wie wir die wahrnehmen. Es gibt die sogenannte Sapir-Whorf-Hypothese, die sagt, dass Sprache die Art und Weise, wie wir über die Welt nachdenken, gestaltet oder beeinflusst. In der strengen Form sagt diese Hypothese, wir können nicht über Konzepte nachdenken, die unserer Sprache nicht enthalten sind. Die ist hochgradig umstritten, dieser Teil. Aber in der allgemeinen Form sagt man, also wenn ich ein Wort für Schnee habe oder 26, werde ich wahrscheinlich irgendwie anders über Schnee nachdenken. Und es gibt zum Beispiel auch, mir geht das manchmal so, dass ich bestimmte Dinge im Englischen leichter ausdrücken kann als im Deutschen und manche Dinge leichter im Deutschen als im Englischen, weil irgendwie andere Sprachkonstrukte dafür da sind, die irgendwo andere Nuancen machen an diesen Stellen. Und das Gleiche gilt aber auch für Technologie. Das heißt also, wenn ihr sagt, ich nehme Rest, dann ist alles für euch eine Ressource, also so eigentlich in Wirklichkeit so eine grob granulare Entität über den meisten im Kopf. Der Rastafarian wird wieder sagen, muss nicht so sein, hat auch recht, aber in der Praxis ist es im Normalfall so. Für GraphQL ist für euch alles ein Datenmodell im Kopf. Und wenn ihr Kafka habt, ist für euch alles ein Event. So, erstmal im Kopf. Das heißt also, es kann euch sogar davon abhalten, den richtigen Weg zu gehen und die bestmögliche API zu finden, wenn ihr zu früh euch festlegt. Der richtige Moment aus meiner Sicht ist nicht am Anfang drüber nachzudenken. Am Anfang solltet ihr darüber nachdenken, was hat der Kunde eigentlich für ein Problem, also der Nutzer von eurer API und was sind dessen Bedürfnisse. Dann technologieagnostisch drüber nachdenken, dann Technologie entscheiden und anpassen gehen.
klar, muss man ein klein bisschen nachfeilen, damit das dann passt. Aber das kommt später in der Kette. Deswegen, ohne einen wichtigen Grund, wäre meine dringende Empfehlung, nicht frühzeitig die Technologie festzulegen und damit sich seiner Optionen zu berauben. Manchmal hat man Gründe, warum man frühzeitig muss. Das ist okay, aber wie gehabt. Und Nummer drei, und das ist aus meiner Sicht eigentlich das absolut Wichtigste. DX ist das neue UX. DX ist Developer Experience, UX, User Experience. User Experience haben wir jetzt so langsam ja verstanden, aber Developer Experience ist aus meiner Sicht noch nicht verstanden, weil das kommt mit APIs plötzlich hoch. Das heißt also, ein Entwickler ist der Nutzer eurer API und der hat ähnliche Bedürfnisse wie so ein Endkunde mit einer App am Smartphone, bloß eben auf einer anderen Ebene. Der erwartet eine coole Experience von eurer API. Das soll zu seinem Denkmodell, der hat eine Aufgabe zu lösen, da soll das zu passen. Das soll einfach loslegen sein, einfach testen, einfach verwenden das Ganze. Ne? Das soll sich cool anfühlen. Der will eine großartige Dokumentation haben dazu. Und er möchte, dass also fortgeschrittene Konzepte eurer API nicht den einfachen Einstieg verdecken gehen. Das heißt, die möchte er irgendwie dann aufnehmen können, wann er sie braucht und nicht irgendwie am Anfang erstmal alle Konzepte verstehen müssen, damit er erstmalig ein Hello World mit eurer API programmieren kann. Ne? Und das wird echt essentiell in der Zeitalter der sogenannten Buzzword, Bing, digitalen Transformation, weil digitale Transformation ist ja, also ein Aspekt da drin ist ja am Ende des Tages, immer mehr Geschäftsangebote werden nicht nur irgendwie digital, sprich also mit einem Frontend angeboten, sondern auch als API angeboten. Und was im Zweifelsfalle so weit führt, dass die Unternehmen irgendwann, wenn sie je nachdem, wo sie sich positionieren in diesem ganzen Geschäftsfeld, möglicherweise ihr gesamtes Geschäftsangebot nur noch über API machen. Wenn ihr euch so über so Firmen nachdenkt wie Stripe oder sonst was, da gibt es kein Frontend, da gibt es nur ein API. Das ist ihr komplettes Geschäftsmodell, die sind damit erfolgreich. Damit wird aber Developer Experience essentiell, weil deren User, deren Kunden sind Entwickler. Das heißt also, und ihr werdet nicht die Einzigen sein, die eine API anbieten, ihr werdet Wettbewerber haben. Und wenn ich also praktisch so einen Marktplatz von miteinander im Wettstreit stehenden APIs also unterwegs bin, überlebt der, der am coolsten ist, der die besten Angebote hat im Normalfall. Developer Experience. Wenn man also guckt, was so die besten können, ich habe ja Stripe eben mal erwähnt gehabt, Online-Payments, dann scrollt man so auf der ersten Seite, scrollt man so ein ganz klein bisschen runter und dann kommt man als erstes dahin. Das heißt also, da könnt ihr direkt live Code eingeben auf der Startseite und ausprobieren. Da kriegt ihr auch echte Antworten von einem echten System. Ist natürlich hinten dran irgendeine Testinstanz oder sonst irgendwas, aber ihr könnt direkt auf der Webseite schon ausprobieren, verschiedene Dinge. Rumspielen, Code eingeben, ausführen, kriegt ihr echte Antworten. Ihr braucht kein API-Key, gar nichts. Loslegen. Ne? Wenn ihr die Dokumentation dann weiter reingeht, da ist alles erstmal dokumentiert. Also wenn man so hier, was weiß ich, also Payment Request Button, da wäre ja so in dem vorherigen Swagger Beispiel, hätte da hinten dran gestanden Payment Request Button, also die Überschrift, da hinten dran war blank dann gewesen. Da steht echt was. Und wenn er bei dem Try It Out hier noch ein kleines bisschen runterscrollt, habt ihr schon wieder irgendein Feld, wo er praktisch so ein kleines Inputfeld, wo ihr das ausprobieren könnt, wo die euch Beispiele geben, wie das funktioniert. Ne? Und wenn man so reinguckt, hier irgendwo ein beliebiges Datenobjekt, so Delinquent oder Account Balance, da steht wirklich drin, was bedeutet das, wann ist das, wie, was, warum und sonst so weiter. Das ist also, das ist eine andere Sache, ne? Eine andere Hausnummer. Und solche Dokumentationen werden in Zukunft die Baseline sein, auf die Minimalerwartung. So, also, was ist Developer Experience? Das nicht wirklich. So. Gucken wir nochmal ganz kurz, zusammenfassend, so, wenn wir das Ganze, was wir jetzt hier angeguckt haben, uns nochmal so auf dieses initiale, wie gehabt, bewusst etwas überspitzte Beispiel, aber leider gar nicht so weit von der Realität entfernt, die ich häufig wahrnehme, angucken, wie gut ist denn das so im Sinne von Developer Experience? Ich habe da mal 5 Kriterien rausgearbeitet. Alignment, wie gut passt das zu dem Denkmodell des Benutzers? Also wie gut passe ich mich in dessen Denkwelt ein, mit dem API, wie ich es anbiete, wie ich die ganzen Funktionalitäten anbiete. Also nicht meine Denkwelt, sondern dessen Denkwelt. Stabilität, keine Versionierung. Ne?
Dann leichter Einstieg in die ganze Thematik, Konsistenz. Also Konsistenz im Sinne von gleichartige Funktionalität. Es fühlt sich gleich an, wenn ich die gleichartige Sachen tue. Und Erlernbarkeit der fortgeschrittenen Konzepte. Und wenn ich mir das jetzt so angucke, ich habe denen mein Denkmodell, mein Lösungsmodell aufgedrückt. Das ist nicht so gut. Ich habe natürlich als erstes eine Version reingehauen. Auch nicht so richtig gut. Das andere so mit dem Loslegen, ja, das wirkt ja so ein bisschen cooler, weil das ist auch überall das Gleiche für jede Entität. Aber ganz ehrlich, eine Produktsuche ist was inhärent anderes, als Kundendaten zu pflegen. Warum da das gleiche API? Das ist eine Scheinkonsistenz. Ihr macht zwei Äpfel und Birnen aufs gleiche, bildet ihr aufs gleiche API ab. Das macht keinen Sinn. Und fortgeschrittene Konzepte brauchen wir jetzt nicht drüber zu reden. Also Swagger-Doku und sonst was wie gehabt, naja, war halt leider Fehlanzeige. Glücklicherweise ist das Beispiel simpel genug, dass man es vielleicht trotzdem überlebt. Aber naja, trotzdem so im Zusammenhang, naja, die Developer Experience ist nicht so gut. Und wir haben so eine Scheinkonsistenz in der API eigentlich nur angebracht, weil wir unterschiedliche Konzepte, unterschiedliche Ideen hatten halt hinten dran, unterschiedliche Aufgabenstellungen und irgendwie die gleichen Lösungsansätze drüber gestülpt haben. Okay, bis hier sind wir nicht so ganz glücklich. Ist natürlich die Frage, gut, meckern können wir alle, wir sind Deutsch, ist cool, ne? Also wenn wir irgendwas können, ist meckern. Sind wir mal ganz ehrlich. So. Also ein Deutscher, der schon meckern kann, dem muss man einen Pass abnehmen. Trotzdem, wir versuchen es ein bisschen anders. Wie können wir es besser machen? Und was ich immer ganz gerne tue, ich gucke mal, ob die Aufgabe schon mal gelöst worden ist. Vergisst man ja gerne, weil wir gucken immer so nach dem neuen, coolen, was in der Zukunft kommt. Ah, da muss da irgendwas Cooles wieder am Horizont sein, Incubator, sonst irgendwas, anstatt mal zu gucken, hey, vielleicht haben das andere Leute schon lange gelöst, das Ganze. Also springen wir mal so richtig weit nach hinten. Da war selbst ich noch klein gewesen, habe noch nichts mit Rechnern gemacht, 72. So, ich habe allerdings schon gelebt, okay. Panas mit seinem Klassiker über modulares Design. Hat er da irgendwas für uns? Und so reinguckt, dann ist so eine Sache, die er gemacht hat, er hat dieses Konzept von Information Hiding eingeführt und es ist dann so in diesem hervorgehobenen Paragraphen dann so in diesem, der zweite Satz, so die Schnittstellen und die haben wir also so gewählt, dass wir so wenig wie möglich über die innere Funktionsweise, also Entkopplung von API und Implementierung. Okay. Was hatte er dann praktisch so im Prinzip in seinem Paper herausgearbeitet? Hatte gesagt, okay, wenn ich Separations of Concern, hat er nicht so genannt, weil der Begriff ist erst 1974 geprägt worden, das hat er so irgendwie so implizit gemacht und Information Hiding, das hat er explizit benannt, mache. Dann kriege ich so ein paar nette Eigenschaften, das heißt also leichtere Veränderbarkeit, unabhängige Teams aufsetzen kann, leichtere Verständlichkeit, sonst was. Wobei die unteren zwei gehen so mehr auf das Organisation und auf internes Design von Modulen, aber das oben, das leichtere Veränderbarkeit ist natürlich spannend. Also, dass diese Veränderungen lokal gehalten werden, weil das ist ja irgendwas, was ich auch brauche, wenn ich keine Version haben will. Das hier ist so stabile API, das wirkt also darauf hin. Und was darauf wirkt, ist das Information Hiding Teil. Und ganz interessant ist dabei noch, dass das Information Hiding nebenbei zu nutzerzentrierten, mentales Denkmodell des Nutzers hinführt. Warum? Das geht so ein bisschen durch die Hintertür. Da muss man einen Moment drüber nachdenken. Denn wenn ich praktisch ein sauber von der Implementierung gekoppeltes API haben möchte, grundsätzlich ist ja ein API so ein Zwischending zwischen dem Nutzer, der das Ding verwendet, praktisch meine Funktionalität, und der Funktionalität selber. Die Funktionalität selber, die verändert sich relativ gerne mal. Der Nutzer sagt, nee, ich will keine Veränderung, ich will eine stabile Schnittstelle haben. Ne? Und die API ist irgendwie dazwischen. Jetzt habe ich ja so drei Wege, das zu machen. Ich kann das von der Implementierung, so wie wir das eben gemacht haben, ausgehen lassen. Haben wir gesehen, naja, so Nutzerkontext kriegen wir nicht so richtig gegriffen. Die Kapselung ist, nee, ist nicht wirklich Stabilität. Dann können wir irgendwie sagen, naja, gut, wir interessieren uns weder für den Nutzer noch für das Interface. Dann ist das eher so ein bisschen zufällig, was dabei rauskommt. Können wir das so richtig greifen? Wenn wir aber versuchen, das aus der Nutzersicht zu definieren, das Ganze, wie der diese Funktionalität, die wir anbieten, erwartet,
dann kriegen wir erstens kriegen wir den Nutzerkontext so auf der Seite mit der Griff erschlagen, aber wir kriegen eine starke Entkopplung, weil wir können uns nicht an unsere eigene interne Implementierung halten. Wir können uns nur daran halten, was der Nutzer erwartet. Ne? Und wir kriegen auch eine relativ hohe Stabilität. Jetzt gibt es vielleicht ein paar Leute, die sagen, nee, die Stabilität, wir werden ja stabil, aber die Nutzer wollen es immer anders haben, jede Woche. Meine Erfahrung ist an der Stelle, das hat auch häufig damit zu tun, dass man es nie aus dem Nutzerkontext heraus geschafft hat, zu formulieren, die Schnittstellen. Wenn ich die implementierungsgetrieben anbiete, wird sich sehr häufig was verändern, weil Schnittstellen sehen wirklich massiv anders aus, wenn ich sie aus der Nutzersicht formuliere. Ja, das ist nicht ganz einfach, aber so. Dann hat Panas ein Jahr vorher noch ein anderes Paper rausgebracht, was noch eine interessante Idee hat, die das nochmal ergänzt, das Ganze. Dort hat er nämlich die Aussage getroffen, so eine Schnittstelle, das ist nicht nur die Signatur, sondern das sind all die Annahmen, die Nutzer und Genutzer wechselseitig übereinander treffen. Alle. Das heißt also, nicht nur die, die ihr explizit gemacht habt, über die Dokumentation, sondern auch die implizit gemacht habt. Wenn ihr zufällig irgendeine Liste immer sortiert zurückgebt, auch wenn ihr es nicht in der Dokumentation stehen habt, weil ihr zufällig eine Sorted List unten drunter liegen habt als Datenstruktur, dann wird der Nutzer diese API annehmen, die ist immer sortiert. Punkt. Wenn ihr jetzt das plötzlich dann unten drunter durch irgendeine Hash-Struktur oder sonst was, wo die Reihenfolge dann nicht mehr drin ist, habt ihr die API gebrochen. Jetzt könnt ihr euch hinstellen und sagen, habe ich aber nie reingeschrieben. Hilft aber nicht. Es ist eine gebrochene API. Alle expliziten und impliziten Annahmen zusammen formen eine API. Deswegen auch die Empfehlung, macht so viel wie möglich explizit. So. Umgekehrt sagt er aber auch, das ist eine riesenschwierige Geschichte, das ordentlich hinzukriegen. Und deswegen versucht sie minimal zu machen. Denn je kleiner er sie macht, desto höher ist die Chance, dass ihr keine impliziten Erwartungshaltungen verpasst. Also fette API ist halt einfach riskant, weil ihr werdet unwahrscheinlich viele impliziten Erwartungen einfach da drin haben, die ihr gar nicht wisst. Je schmaler ihr kriegt, desto höher ist die Chance. Und der letzte im Bunde, den ich jetzt hier auf der Vergangenheit angucken will, ist noch so ein Klassiker, Tar Pit von Fred Brooks. Das ist aus dieser Essay-Sammlung Mythical Man-Months, die Jubiläumsausgabe von 95, 75 das Original erschienen. Das Paper weiß ich nicht so genau, wann er den Essay geschrieben hat. In der ersten Ausgabe war nicht drin, der zweite war, das muss so irgendwie Ende der 70er, Anfang der 80er gewesen sein, wann das praktisch Tar Pit war. Tar Pit hat sich befasst mit den Aufwänden, die es bedeutet, irgendwas wiederverwendbar zu machen. Und wenn wir darüber nachdenken, dass APIs der sichtbare Teil eines wiederverwendbaren Dings sind, dann treffen auch all die Aussagen aus Tar Pit auf API-Design zu. Weil API ist ja nichts anderes als die Zugriffsstelle für was Wiederverwendbares. Und was er damals gesagt hat, und das gilt bis heute, man kann über die Zahlen streiten, und er sagte, ihr habt irgendwas mal gebaut in irgendeinem Kontext, das funktioniert in eurem Kontext. Aufwand 1. Wenn ihr das jetzt wirklich wiederverwendbar machen wollt, müsst ihr zwei Dinge tun. Einmal müsst ihr das fachlich komplett machen. Das heißt also, ihr müsst das dafür sorgen, dass das nicht nur in einem Kontext funktioniert, sondern in beliebigen Nutzungskontexten funktioniert. Also fachliche Vervollständigkeit. Und ihr müsst technisch dafür sorgen, dass es auch in eurem technischen Ökosystem vernünftig funktioniert, das Ganze. Jeweils ein Faktor 3, ihr müsst beides machen, das heißt also, um aus irgendwas Verwendbaren was Wiederverwendbares zu machen, ist ein Faktor 9. Was übrigens nebenbei sagt, also wenn man diesen Zahlen folgt, eure Sache sollte mindestens 10-mal verwendet werden, bevor ihr irgendwas wiederverwendbar macht. Mal so ganz allgemein über Wiederverwendung, weil ja, Wiederverwendung. Die meisten Wiederverwendungszahlen aus den SOA-Zeiten von Services waren irgendwie 1, irgendwas gewesen, 1,1, 1,2. So, das heißt also, einmal wurde verwendet und dann 0,1, 0,2, so, das waren die durchschnittlichen Wiederverwendungszahlen, die ich so aus so ein paar Projekten hatte. Naja, Faktor 10, macht sich bezahlt, weil wiederverwendbar? Schwierig. So. Die Aufwände, warum das so ist, also nochmal, benutzbar, nutzungsgetrieben eigentlich, nutzergetriebene API. Und was die Aufwände dahinter sind, sind halt hier unten, Funktionalität, so eben
wirklich zu suchen, eine nutzungskontextorientierte API herausfinden, so aus welchem Kontext kommen die Leute heraus, was für Edge Cases gibt es da, das ganze Ding abzuhärten, wirklich sicherzustellen, dass es in wirklich jedem, nicht nur in eurem eigenen Kontext funktioniert, das Ganze sauber testen, interne Design. So. Und auf der anderen Seite Zugriffsfähigkeit dann eben, eine saubere Interface-Dokumentation, eine ordentliche API-Dokumentation, ne, und so weiter, das Einbetten auffindbar machen und so weiter und so fort. Ich meine, der ganze Aufwand ist da drin, ne? Das heißt aber, einfach vom Verständnis her, ein gutes API hinzubekommen, ist echter Aufwand. Und das kann man nicht mal so nebenbei machen. Also der Faktor 9 ist natürlich ein Teil des Faktor 9, geht in die Module selber rein. Ne? Aber im API das Design sauber hinzukriegen, das ist alles ist ganz extrem, beide Teile da gehen da rein. Also sagen wir mal Faktor 5 oder sonst irgendwas. Also ihr solltet bereit sein, den Invest wirklich zu gehen, das zu bezahlen in euren Projekten, diesen Aufwand. Wie gesagt, das geht nicht mal nebenbei. Hau mal schnell eine Annotation dran. Ah, jetzt haben wir auch ein API. Oh, wie cool sind wir denn? Also Manager denken ja manchmal so, ja, das kriegen wir so nebenbei geschenkt oder sonst irgendwas. Aber den Zahn müssen wir ihnen leider ziehen. Also wenn ihr erfolgreich damit sein wollt, treibt den Aufwand. Zusammenfassend, nutzungsgetrieben, aus der Sicht des Nutzers formulieren, unterstützt dieses mentale Denkmodell, Developer Experience, unterstützt Stabilität, Minimalisierung, so klein wie möglich, denn höhere Wahrscheinlichkeit, dass ihr keine impliziten Annahmen brecht und denkt über die Aufwände nach, unterschätzt sie nicht. Da ist ein Riesenhaufen Aufwand, die Konzepte sauber zu kriegen, Konsistenz herzustellen, dann ordentliche Dokumentation, Testen, Discovery Access, all die ganzen Themen müsst ihr betreiben. Okay, jetzt haben wir mal so das Wissen der Alten angezapft. Was machen wir jetzt damit? Wenn ich das sacken lasse einen Moment lang, und das ist jetzt so ein bisschen die Kernaussage des gesamten Vortrags, komme ich zu zwei Prinzipien. Eigentlich drei, dritte habe ich nicht draufgeschrieben. Okay. Nutzerzentrierte API, minimale APIs plus gute Experience im Sinne von Dokumentation. Das habe ich jetzt hier nicht draufgeschrieben. Das ist der Design-Teil, das ist nicht der Fleiß-Teil. Das ist der Denkteil, das andere ist der Fleiß-Teil. So. Es ist übrigens okay für das Schreiben, wenn ihr einen technischen Schreiber im Projekt drin habt oder sonst was. Ihr dürft weiter Gicht kriegen, wenn ihr also euch nicht wohlfühlt mit Dokumentation, spontane. Nee, wobei ihr kriegt keine Gicht, das sind die anderen. Ich kriege auch keine, immer die anderen. So, aber das ist, ja heißt es, das sind die beiden Teile. Jetzt guckt mal so ein bisschen drauf und sagt so, okay, so viel Buhai, 70 Folien bis dahin für die zwei Aussagen. Meinst du das ernst? Hätten wir doch billiger haben können. Ja, ich meine es ernst. Ich weiß noch nicht, ob ich in meinem Leben ein einziges Projekt gesehen habe, das APIs so designt hat. Und ich habe einen Haufen Projekte gesehen. Fast alle waren näher an diesem naiven Ansatz, den ich vorher skizziert habe, als an dem Ansatz. Und deswegen, also das wird regelmäßig vergessen in fast allen Projekten. Vor allen Dingen dieses aus Benutzersicht ist unwahrscheinlich schwierig. Und dieses, ja, lass mal alles raushauen, was wir anbieten können, mal sehen, wer es verwendet. Ne? Also so die maximale API oder sonst was. Nein, genau das Gegenteil. Das hilft euch, erfolgreiche APIs hinzubekommen. Versuchen wir das jetzt mal mit dieser Case Study. Nochmal das Ganze, das jetzt mal diese Sachen darauf anzuwenden. So wie ich es jetzt machen würde. Da sind eine ganze Menge Entscheidungen drin, da kann man jetzt fleißig drüber diskutieren, ob die richtig oder falsch sind. Das ist auch okay so. In einem echten Projekt sollten wir auch darüber diskutieren, wie wir es am besten machen. Wichtig ist dieses, wie man darüber nachdenkt. Also es geht weniger darum, über die finalen Entscheidungen, die ich jetzt hier getroffen habe, die sind ein bisschen willkürlich, sondern über diese Art und Weise des Nachdenkens. Denken wir also mal darüber nach. So. Aus Nutzersicht minimal. Was sind die Konzepte, an denen ein Nutzer interessiert ist, also Entwickler auf der anderen Seite? Ihr habt so ein E-Commerce-System. Das hier? Nee.
Das interessiert auch nicht diese andere Service-Sicht. Interessiert ihr nicht. Das ist euer internes Problem, nicht dessen Problem. Wir haben ein anderes Thema. Und was da viel mehr hilft, sind die Use Cases. Ein Use Case, wer sich noch an die Zeit, bevor das Ding also grauselig mit Templates geworden ist, erinnert, so ursprünglich, Ende-zu-Ende-Interaktion mit einem Nutzen für den Anwender, mit einem Mehrwert für den Anwender. Das ist ein Use Case. Das heißt, da könnte Mehrwert drin stecken in den Use Cases, in den verschiedenen Aktivitäten, weil da kommt irgendwas zurück. Aber jetzt nicht einfach blind die Use Cases rausballern. Wir müssen trotzdem nochmal nachdenken, weil, wie gehabt, minimal halten das Ganze. So, wo ist so dieser API-Nutzer dran interessiert? Gucken wir mal das an. Suche und Anzeigen. Ja, eigentlich ist so die Interesse von dem Nutzer, ich möchte das gewünschte Produkt finden. Und auch vorsichtig, das muss nicht immer irgendwie eintippen und Ergebnisliste sein. Vielleicht hat ja auch irgendjemand da draußen eine richtig coole Idee und sagt, meine Güte, boah, diese Boxen, die braucht man so ein Studiomonitor, den bräuchte ich auch mal so Handy einfach nur mal dran fotografieren, Ergebnis sehen. Das ist eine ganz andere Suche. Oder hier, willkommen bei Alexa und Co. Ne? Mit Sprache, dass die euch dann also 30 Suchergebnisse vorliest, ist irgendwie keine coole Idee oder sonst irgendwas. Also da gibt es vielleicht andere Varianten dazu. Aber er will halt praktisch, das Bedürfnis des Nutzers ist, gib mir eine einfache Art und Weise, wie ich zum gewünschten Produkt komme. So. Da drüben auch wieder, eigentlich interessiert der Einkaufswagen interessiert auch den API-Nutzer nicht. Ist eigentlich nur so ein blöd dämliches, notwendiges Übel, das regelmäßig dazwischen hängt, weil der Checkout-Prozess so teuer ist. Und deswegen eigentlich will der nur, ich möchte das Produkt so einfach wie möglich kaufen können. Und wie gehabt, also so auf mit Warenkorb und diesem und jenem auf einer Voice-Strecke, das macht keinen Spaß. Also das möchte ich eigentlich eher dann vielleicht ein bisschen anders geregelt haben. Eigentlich ist das Bedürfnis des Benutzers auf der Seite ist, lass mich das Ding so billig und einfach wie möglich kaufen. Und zwar in meinem Kontext, in meiner Umgebung und nicht in deinem Prozess. Dein Prozess interessiert mich nicht, mein Prozess sticht. Weil ich habe ein eigenes Problem zu lösen. So, Self-Care? Nee, nicht wirklich. So, weil, ja, also vielleicht möchte ich sogar anonym kaufen bei dir. Wäre vielleicht viel cooler. Oder vielleicht ist es, hat aber auch einen Vorteil, dass ich schneller da oben kaufen kann, wenn ich die Benutzerdaten bei dir hinterlege, weil vielleicht schon Zahlungsarten alles dann bei dir liegt und dann kann ich vielleicht das billiger bei dir einkaufen gehen. Naja, so, aber ein notwendiges Übel. Shipment und Produktdatenpflege, kümmer du dich drum, interessiert mich nicht. Okay. Also, er ist interessiert, Finden des Produktes, einfaches Kaufen. Datenpflege, naja, so ein bisschen, nicht so, wenn es den Rest, die oberen zwei einfacher macht. Und vor allen Dingen, ich will die Kontrolle über meinen Prozess behalten, wie ich das steuere. Ich möchte nicht von dir in irgendeine Reihenfolge oder sonst was gezwungen werden, sondern ich möchte das vorgeben. Okay, spielen wir das jetzt mal durch, die drei Sachen hier. Das richtige Produkt finden, ja. Oder einfach so, ne? Ja. Da gibt es jetzt viele Möglichkeiten, also wie gehabt, ich habe eine willkürliche Entscheidung getroffen dabei. Ne? Also, okay, meine Überlegung dabei war, das, was wir ganz gut im Griff haben und ganz gut können, ist so eben Suche und Ergebnisse für Standard-Interfaces, wenn wir also rein nur so textuell arbeiten, sonst irgendwas. Aber ich versuche, die API offen zu lassen für Erweiterungen. Das heißt, sagen, okay, wenn jetzt irgendeiner mit einem Bild ankommt, kann ich einfach einen zweiten Aufruf daneben stellen oder mit einem Voice-Snippet oder mit sonst irgendwas. Aber ich lasse das einfach für sich erstmal abgeschlossen und lasse es dann offen, dass ich einfach weitere dran stellen kann. Ich mache jetzt nichts auf Vorrat rein, was ich noch nicht wirklich verstanden habe, weil ansonsten geht das Ding eh in die Grütze und dann schlägt meine Versionierungsproblematik zu. Also Suche, Suchkriterien rein, raus dann, wie viele Treffer ich habe und wenn es mehr als einer ist, eine Liste mit ein paar Details, damit ich möglicherweise vielleicht sogar schon One-Stop-Shopping machen kann von da aus, ohne dass ich nochmal irgendwelche weiteren Details nachladen muss. Und oder wenn es nur ein einzelnes Produkt ist, direkt die Produktdetails, weil dann kann er sogar noch schneller durchgehen im Großen und Ganzen, braucht keine zwei Calls dafür. Wie gesagt, ist eine willkürliche Entscheidung, könnten wir jetzt richtig gut drüber diskutieren, wäre auch sinnvoll drüber zu diskutieren. Ich habe sie jetzt hier erstmal so getroffen. Irgendeine Entscheidung musste ich jetzt ja treffen für den Vortrag. Okay. Man kann auch so ein bisschen nachdenken, sagen, ja, vielleicht ist da GraphQL, weil wenn wir das jetzt einmal haben, ist das vielleicht eine gute Idee, das zu machen, weil das ist eigentlich so ein bisschen Sweet Spot von GraphQL, könnte sein. Also wenn wir das mit der Suche gut abgebildet bekommen, möglich. Wenn wir es machen, bitte nicht an euer internes Datenmodell koppeln.
Jetzt wird natürlich, kommen wieder die Leute und sagen, boah, wie von Hand ein Mapping machen, Boilerplate. Also es ist immer dieses ausgespuckte so mit so Boilerplate. Ist, ich weiß nicht, also in der Zeit, wie die Leute Boilerplate gesagt haben in Konferenzen, hätte ich schon 10.000 Zeilen Code schreiben können, so oft wie ich das gehört habe. Für mich ist ja irgendwie so irgendwie Legacy, so also einfach mal auf. Also Boilerplate ist für mich immer so ein bisschen die Entschuldigung. Klar, es gibt ein paar Sachen, wo man ein bisschen genervt ist, aber im Großen und Ganzen ist erstmal die Entschuldigung dafür, dass ich keinen Bock hatte, 10 Fingertippen zu schreiben und jetzt versuche, alles loszuwerden, was irgendwie mehr Buchstaben erfordert, als ich unbedingt tippen kann in einer sinnvollen Zeit. Das ist für mich so ein bisschen die Boilerplate-Diskussion. Also ich hatte zum Beispiel auch nie Probleme mit COBOL gehabt, weil COBOL konnte ich einfach mit der Page-Down-Taste lesen. Ja, super geschwätzige Sprache, dagegen ist Java so präzise, selbst die alten Versionen. Ne? Weil Java kann ich dann, lese ich einfach so mit einer Scroll-Down-Taste einfach. Ne? Da konnte ich mit Page-Down das lesen. Das ist, aber so gesehen ist es so ein Trade-off. Aber wichtig ist hierbei, nein, es geht nicht um Boilerplate, es geht um Kapselung. Eure Schnittstelle hat ein eigenes Datenmodell, wenn ihr sowas habt. Und das ist nicht das Datenmodell, was ihr intern habt. Das ist ganz wichtig. Ihr könnt die nicht aneinander hängen mit ein bisschen Tool-Magic. Funzt nicht. Ansonsten habt ihr nämlich wieder die alten Probleme. So. Gehen wir einen weiter. Das richtige Produkt kaufen. So. Ja, der Kunde möchte, also der Nutzer, der API-Nutzer möchte die Kontrolle behalten und sagt, ich gebe den Flow vor, nicht du. Ja, also ich versuche also was ich dann eben versuche ist, ich möchte keine Reihenfolge irgendwie festlegen, in wie der das macht und so weiter. Und ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, das ist der Call, mit dem ihr Geld macht. Dieser eine Call ist euer Umsatz, euer Geschäft, eure Existenz. Der muss einfach zu verwenden und stabil sein. Der muss immer funktionieren. Den könnt ihr nicht mit irgendeiner Versionsänderung wegschießen gehen. Und wenn ihr irgendwas intern verändert, darf sich da auch nichts dran verändern. So. Ich habe das jetzt mal so gemacht, dass ich gesagt habe, so, eine Liste von Auftragspositionen einfach. Und die anderen Sachen hinten dran, die lasse ich mal optional, weil vielleicht möchte der einfach ohne Registrierung kaufen, gib mir direkt Payment und Shipment-Daten mit halt, ne? Also die Shipment-Adressen, Informationen so. Oder der ist schon registriert, dann reicht vielleicht die Customer-ID und der Rest weiter. Das heißt, ich mache hinten dran das, nennen wir es mal diesen blöden Begriff, dieses Heavy Lifting und versuche zu interpretieren, was mir der drüben gegeben hat. Aber einfach nutzen können und ich kümmere mich um den Rest. Du bestellst, ich kümmere mich. Ne? So, das ist die Mentalität an der Stelle. So, und noch so ein paar Überlegungen dazu, was ich sage, also wir haben ja häufig so diese Eigenschaft, gerade E-Commerce-Systeme, die Diskussion, ja, das ist ja so wahnsinnig aufwendig, E-Commerce dann, weil das ja in dem Backend ist ja so wahnsinnig viel drin, weil da haben wir die ganzen Kampagnen, da haben wir die Coupons, da haben wir die irgendwelche Bonuskarten, da haben wir dieses, jenes, Rabatte, sonst irgendwas, hast mich totgeschlagen. Also alles Dinge, mit denen ich hingehe, ein mittelmäßiges Produkt versuchen irgendwie schön anzustreichen, damit der Kunde es doch hoffentlich kauft. Ich habe dann so mit den Fachbereichen eine Diskussion, wie wäre es denn, wenn ihr einfach mal ein cooles Produkt euch ausdenkt, anstatt einfach zu versuchen, irgendwie sowas im Englischen heißt dann so Paint Lipstick, also Put Lipstick on a Pig oder sonst irgendwas, also irgendwie euer nicht ganz so hübsches Produkt irgendwie schön anzustreichen. Ne? Könnt ihr von mir aus machen, darf aber die Kauf-API nicht durcheinander bringen. So, wenn ihr also irgendwelche Rabatte sonst was macht, wollt ihr die anderen auch nicht damit überfrachten oder sonst was. Verwendet das irgendwie einen internen Produkttoken, das er vergibt und euch merkt praktisch, in welcher Kombination ihr dieses Produkt rausgegeben habt, welchen Rabatt ihr da drauf gegeben habt, sonst irgendwas. Soll sich der draußen nicht merken, der soll sich in seiner API nicht rumschlagen mit euren komischen Maßnahmen, die ihr da drin habt, mit euren Kampagnen, dass also bei Vollmond irgendwas passiert oder sonst wie. Dann könnte man nochmal diese Order, habe ich aber rausgelassen jetzt hier aus der API, sich die nochmal anzugucken, weil das ist, wird vielleicht gar nicht gebraucht. Genauso wie so ein Persistenzmechanismus für Warenkorb, sonst irgendwas, brauchen die vielleicht nicht. Wenn es gebraucht wird, kann ich das später immer noch nebendran ergänzen. So. Das heißt, was ich jetzt hier nochmal ändere, ist, in der Suche liefere ich nicht die Produkte einfach mit den Produkt-IDs, sondern spezifisch für sogenannte Produkttoken, die inkodieren praktisch alle Preis und sonstigen und Rabatt und Sonderinformationen und das muss der sich auch alles gar nicht großartig merken, weil der hat ja den Preis dann da stehen und so weiter, kann damit machen, was er will und ich gebe auf der anderen Seite, geben wir halt auch wieder die Produkttoken mit. So habe ich das entkoppelt. Letzter, persönliche Daten. Ja. Wichtig dabei,
Es ist nicht so, ich klatsch, hier ist meine Kundendatenrekord, mach damit, was du willst, sondern es ist eigentlich getrieben von dem Bedürfnis wieder des Nutzers. Und was die typischerweise wollen, ist nicht, die wollen nicht irgendeinen fetten Blob von uns verändern, sondern die haben so einzelne Ansprüche, Ideen. Ich möchte die Lieferadresse ändern, ich möchte die Telefonnummer ändern, ich möchte eine Zahlungsart ändern, ich möchte dieses. So. Und dafür gibt es einzelne Aufrufe. Das klingt ja erstmal redundant, aber es macht es für euch unwahrscheinlich einfach, wenn ihr intern das irgendwie umorganisiert und sagt dann, jetzt kommt die PCI-DSS-Zertifikation bei uns ins Zertifizierung bei uns ins Haus. Und das mit den Kreditkarteninformationen und boah, das ist ja sowas von Pain in the lower back. Diese Zertifizierung ist es. Das lagere ich in ein einzelnes System aus und mit dem Rest des Systems will ich damit nicht auseinander, dann habt ihr keinen Stress mehr hinten dran. Wie gesagt, eure Implementierung und die Schnittstelle sind entkoppelt voneinander. Also hier mal für Kundenadresse, lesender Kundenadresse und ändernder Kundenadresse, da ich auch nicht davon ausgehe, dass sich jeder Kunde immer vorher registriert oder sonst irgendwas. Wenn eine Kundenadresse angelegt wird ohne eine Kundennummer, dann lege ich die jetzt mal einfach impliziten Kunden hinten dran, eine Kundenhülle an und gebe einfach eine ID zurück. Dann können die das verwenden. Ich versuche den Sinn daraus zu stiften. Ne? Ich mache das für die anderen nur möglichst einfach. Können wir auch wieder darüber diskutieren. Ich habe es jetzt halt mal hier so gemacht. So. Ansonsten. Aber weiter war es das auch relativ einfach, wenn wir jetzt sagen, ja, es gibt ja nicht nur eine Adresse, es gibt auch Liefer- und Zahlungsadresse, können wir es auseinandernehmen, macht man Default auf diese einfach nur Adresse drauf, bitte dokumentieren, was der Default ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die Adresse dort ändere, dass automatisch Zahlungs- und Lieferadresse geändert werden, weil das war im ursprünglichen System auch so, also Verhalten möglichst gleich halten, ne? Und so weiter und so fort. GraphQL könnte da auch funktionieren, wenn ich über Technologie nachdenke. Müssen wir uns nochmal zusammensetzen und mal in Ruhe drüber diskutieren und gucken, ob das eine sinnvolle Technologie ist oder ob wir doch lieber im REST-Interface bleiben oder sonst was. Okay, alles gut und schön. Ja, können wir verschiedene Entscheidungen. Es ging um dieses Denkmodell. Wie habe ich versucht, daran zu gehen? Das war so die Idee, das drüber zu bringen. Aber ist das besser? Gucken wir mal drauf. Also die Stabilität, ich habe keine Versionierung drin. Ich habe einfach nur Extensibility gedacht. Also das ist erstmal ja, glaube ich schon. Alignment, ich habe es wirklich versucht, aus der Sicht des Benutzers zu denken und nicht aus meiner internen Sicht. Ihr habt auch gesehen, das zu implementieren wird schwieriger für uns intern sein, als das andere war. Das andere war einfach nur, ist da. Hier müssen wir wirklich nachdenken, machen, tun, abwägen und so weiter und da einige Dinge von rechts nach links wirklich interpretieren, was da reinkommt und so weiter. Aber aus Nutzersicht, straight. Hoffentlich. So. Leicht loszulegen? Glaube ja. Dadurch, dass ich keine Dokumentation jetzt hier gemacht habe, kann ich nicht sagen. Da geht mehr rein als nur das Design. Da muss natürlich die Doku muss auch passen dazu. Konsistenz. Ich habe die Dinge, die wirklich gleichartig sind, so Kundendaten ändern, habe ich immer auf die gleiche Art und Weise designt. Unterschiedliche Konzepte, unterschiedliche Schnittstellen. Also auch eher konsistent. Lernbarkeit hängt sehr stark von der Dokumentation ab. Den Teil habe ich jetzt hier ausgelassen. Also da müssen wir dann noch eine Stripe-artige Doku reinbringen. Zusammenfassend, so hoffe ich zumindest, wir liefern eine gute Developer Experience vom Design unserer Schnittstelle her, wie gehabt. Doku fehlt noch. Die ist natürlich ganz wichtig. Ist eben nicht nur ein Design-Task. Auch ganz klar, das ist kein Schwarz oder Weiß, das ist Denken, Abwägen, Machen, Tun, sonst irgendwas. Das ist nicht trivial, das ist auch eine wichtige Botschaft. Ein gutes API zu designen ist alles andere als trivial. Und Tools können euch ein paar Meter auf dem Weg helfen, aber sie lösen nicht das Denkproblem. Das habt ihr, aus der Nummer kommt ihr nicht raus. Und das ist hart, das ist Aufwand. Gibt es noch mehr? Ja, können wir natürlich alles Mögliche noch drüber diskutieren. Ich habe noch mal so 5 Dinge rausgepickt. Erstmal so ein bisschen die Case Study hat natürlich ihre Grenzen, um die Konzepte rüberzubringen. H
habt ihr vielleicht auch gemerkt. Also funktioniert an manchen Stellen besser, an manchen Stellen nicht ganz so gut, die Konzepte, die Denkweisen rüberzubringen. Ist aber auch so ein bisschen Kompromiss, weil lässt sich leicht verstehen eigentlich so. Dieses E-Commerce hat jeder irgendwie schon mal so ein bisschen eine Idee davon. Und so eine kompromissliche Nutzbarkeit und Verständlichkeit. Und außerdem war es natürlich dadurch, dass ich diesen ersten Talk, diesen Prequel auch verwendet habe, wenn man die beiden Talks mal gehört hat, hat man sogar eine durchgängige Case-Study, was auch ganz nett ist. Trotzdem hoffe ich, dass es ganz hilfreich war und die Ideen haben. Zweitens, nochmal, ich muss es nochmal so richtig reinreiben gehen, Aufwände, 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 Aufwände. Das ist Arbeit. Das ist, und gerade das aus Kundensicht und klein zu halten. Ihr werdet solche Höllendiskussionen haben. Das ist wirklich echte Arbeit, das sauber hinzukriegen. Plant es ein. Themen wie, gerade weil es sehr populär ist zurzeit, Eventstorming, Domain-Driven Design und sonstige Sachen, die können euch helfen, gute APIs zu finden. Aber es ist kein Patentrezept. Es ist nicht so, ich mache ein Eventstorming-Workshop und hey, mein API steht, aus Kundensicht alles perfekt. Ihr werdet da immer noch. Es wird euch nur helfen, ein paar Informationen mehr zu kriegen. Wird weiterhin harte Arbeit bleiben. Denn, wie gehabt, Perfektion erreicht man nicht, wenn man nichts mehr hinzufügen kann, sondern wenn man nichts mehr wegnehmen kann. Nochmal so, diese Minimalität. Ich mag dieses Zitat, das ist irgendwie schön. Wird leider in der IT viel zu häufig vergessen. Gut, war auch kein ITler gewesen, aber trotzdem. Und dann gibt es natürlich noch ganze Menge mehr Dinge zu tun. Ihr braucht Feedback von Usern, es richtig zu kriegen. Wieso Feedback von Usern kann das doch eh nicht mehr verändern. Ihr solltet natürlich, bevor ihr eine API stable herausgeht, Alpha- und Beta-Phasen haben. Weil in der Alpha- und Beta-Phase, da steht schon ganz fett im Prinzip für den User dran, kann sich noch verändern. Da stellt sich eure Nutzer, stellen sich darauf ein und sagen, okay, erst wenn stable dran steht, kann ich nicht mehr verändern. Nutzt Alpha- und Beta-Phasen, probiert die Dinge aus, gebt sie raus, holt euch das Feedback von den Leuten. Ganz, ganz wichtig, weil nur das hilft euch wirklich, die Bedürfnisse der Kunden bis zur letzten Instanz zu verstehen, das Ganze. Guckt mal an, wie das zum Beispiel AWS macht, wenn die neue APIs rausgeben und sonst was. Die geben irgendwas Minimales raus, jeder guckt drauf, was ist das für ein Scheiß? Kennen wir ja so ungefähr, wie könnte es rausgeben? Ja, die geben einfach eine minimale Geschichte erstmal raus und sagen, so Leute, und jetzt helft uns zu lernen. Macht die echt gut. Und wenn man ein Jahr später auf das Ding drauf guckt, sagt man, hups. Ne? So, testen, klar. Aus der Nummer kommt auch nicht raus. Gut ist es, wenn ihr solche auch ergänzend zu eurer Dokumentation, vielleicht irgendwelche Test-Suites, sonst was mit Mock-Implementierungen. Passt nur bei der Mock-Implementierung bitte auf, dass er da nicht versehentlich wieder die Liste sortiert zurückgibt, wenn er es nicht garantiert. Weil sonst habt ihr wieder die implizite Annahme, egal was ihr dokumentiert habt. Ne? Also das muss dann, das ist praktisch so ein bisschen, kann man damit die Dokumentation unterstützen eben und nochmal den Finger drauflegen für die Leute, die nicht so gerne lesen. So. Security werdet ihr an der Backe haben, klar, macht es auch nicht unbedingt einfacher, aber öffentliches API auf jeden Fall. Ne? Und klar, hatten wir schon mehrfach gesagt gehabt, wenn ihr so Sandboxes wie das Runkit oder sonst was verwenden könnt, ist es noch umso besser. Also, weil es geht eigentlich nichts Cooleres, als auf eurer Startseite zu sagen, hey, probier es doch auf. Ich meine, besser kriegt ihr keinen Entwickler gegriffen. Ich meine, wie ist das bei euch? Ja, könnt ihr verwenden, wir haben so gut wie keine Doku und wir haben den höllisch schwierigen Prozess, bis ihr erstmal ein API-Token kriegt. Okay, mal gucken, ob ich woanders was finde, ne? Weil ich habe jetzt hier ein Problem zu lösen. So, aber wenn ihr sagt, hey, komm, brauchst kein API-Token, probier aus, mach du, hey, cool, das fühlt sich cool an, sonst irgendwas. Ja. Developer Experience, ne? Oh, das, wie geht denn das hier? Oh, Dokumentation, sofort erklärt, Beispiel, sonst was, probier es aus. Ja, funktioniert, supi. Ich habe noch gar nicht bei denen eingekauft und schon funktioniert alles. Interne APIs, das ist der Punkt 4. Ja, für externe okay, aber intern machen wir den Aufwand nicht, ne? Eine persönliche Empfehlung ist, behandelt interne APIs wie externe APIs. Denn ihr könnt den Aufwand weglassen, aber ihr zahlt und zahlt und zahlt und zahlt mit Zinsen und Zinseszins. Denn wenn ihr diese Dinge nicht macht, sauber entkoppeln, sonst irgendwas, ihr kriegt eine höhere Kopplung zwischen den Teams, weil
eure Interna praktisch da drüben von den anderen genutzt werden. Ne? Ihr habt mehr unerwartete Erwartungen, also Annahmen und Abhängigkeiten, weil die irgendwas von eurer API erwarten, was ihr gar nicht irgendwie jemals bedacht habt, weil das nicht ordentlich dokumentiert, explizit gemacht habt, nicht minimal gemacht habt. Was natürlich dann so Evolution eurer gesamten Systeme langsamer macht, weil, ja, wie gehabt, also ihr wollt irgendwas ändern in eurer internen Implementierung, müsst ihr jetzt erst mit 12 Teams, die eure API verwenden, koordinieren, weil er leider eure API damit brecht oder sonst irgendwas. Oder ihr könnt die Änderung innen drin nicht machen. Ne? Und mehr Fehler an allen Ecken und Enden. Einer der Gründe, warum übrigens auch so Integrationsprojekte immer so gefürchtet sind. Weil das ist eigentlich, die haben einfach lausige APIs gebaut im Regelfall, die Leute. Ja, müssen wir noch eine API machen? Ja, lass uns den Kram rausrotzen und mal schauen, dann sollen sie irgendwie verwenden, interessiert uns doch nicht. Ist jetzt irgendwie ein Project Scope drin, also irgendwie ein Token, das wir eigentlich nicht haben wollten. Und der letzte, Events, Commands, CQRS und die ganzen Geschichten. Zurzeit ist ja Kafka und Event Sourcing und so weiter und all die ganzen Themen sind da super hip. Sind auch schöne Sachen. Also wie gehabt, gerade Kafka, schönes Stück Technologie, wo es passt. Aber da ist es richtig cool, ne? Aber das macht man jetzt zurzeit nicht. Ich soll sagen, ja, das haben die Restleute, haben wir das Problem, was ich jetzt hier beschrieben habe. Wir machen Events, wir brauchen das nicht. Events sind auch und Commands sind auch ein API, genauso wie das andere. Das heißt also, all diese Dinge treffen auch darauf zu. Wenn ihr praktisch mit der Rest über Events kommuniziert, mit dem Rest der Welt kommuniziert, habt ihr genau das gleiche Thema an der Backe. Nebenbei habt ihr das Versionierungsthema gelöst, dass das Event, das euer System heute Morgen geschmissen hat, dass es in 5 Jahren noch gelesen werden kann von eurer Implementierung dann. Die meisten, die ich kenne, haben es nicht gelöst. Die haben sich nämlich nie Gedanken drauf gemacht. Die ballern einfach mal so die Events raus, wie sie ihnen gerade in den Kopf kommt. Wenn ihr viele User auf dem Ding drauf habt, denkt mal drüber nach, wie eure Events aussehen. Das ist ein API, das Ganze. Deswegen auch nicht mal eben machen, weil es cool ist, sondern wenn es Nutzen bringt an der Stelle. Den Aufwand habt ihr nämlich trotzdem. Und nochmal eine Sache, weil ich das auch immer wieder gerne mal durcheinander gebracht sehe. Event Storming, Domain Driven Design, sondern das haben auch dieses Konzept von Events. Das sind fachliche Events. Ihr braucht keinen Eventbus, um fachliche Events abzubilden. Das kann man auch technisch anders machen. Das ist komplett unabhängig. Ihr könnt praktisch technische Events haben, die nichts mit fachlichen zu tun haben und umgekehrt. Ganz wichtig zu verstehen. Okay, eine Menge Zeug. Was habe ich so versucht, euch an Ideen rüberzubringen in der Stunde jetzt? Erstens, APIs sind für, also kann man nicht mehr ändern, nachdem sie einmal live gegangen sind, zumindest wenn sie erfolgreich sein sollen. Deswegen, Versionierung ist ein falscher Freund. Denkt bitte nicht zuerst über Technologie nach, schränkt euch unnötig ein. Und Developer Experience ist einfach ein essentielles Thema. Und je mehr wir in ein API-Business hineingehen, wo APIs essentielle Teile unseres Geschäftsmodells und unseres Revenue Streams werden, umso wichtiger wird das Thema. Kernbotschaften, minimale APIs und aus Benutzersicht deren mentales Denkmodell unterstützen. Die haben eine Aufgabe zu lösen, helft ihnen dieser Aufgabe zu lösen, ohne dass sie sich daran Gedanken machen müssen, wie eure Denkwelt aussieht. Entlastet sie davon. So, also user-centered, minimal. Plus, wie gehabt, großartige Dokumentation, leicht darauf zuzugreifen. Akzeptiert die Aufwände oder zahlt hinterher oder zahlt und zahlt und zahlt, beziehungsweise macht nur einen Bruchteil des Umsatzes damit, den ihr euch erhofft habt. Und nochmal so am Rande eben gehabt. Und auch wenn ihr Richtung Events geht, habt das Thema trotzdem an der Backe. Das war, hey, ich bin total überrascht, ich bin in der Zeit geblieben. Ich hatte echte Sorgen gehabt bei dem Vortrag, ne? Um ehrlich zu sein. Das war das, was ich mitgebracht hatte. Die Ressourcen sind noch drin. Sonst was, wie gehabt, runterladen könnt ihr euch das auf Speaker Deck dann, wenn ihr die Folien haben wollt. Das war das von meiner Seite. Erstmal vielen herzlichen Dank für Zeit, Geduld, Aufmerksamkeit. Hat noch jemand eine spontane Frage? Zum Thema stabile API Versionierung. Tut mir das schwer, wenn ich jetzt keine V1 oder 2 habe, wenn ich mal in meiner Payload oder Create Account, da gibt es eine gesetzliche oder eine fachliche Anforderung,
Jetzt ist das Ding raus, live, stabil. Was machst du denn nachher? Wenn eine neue gesetzliche Anforderung kommt und du was verändern musst an der Stelle. Also die Frage war praktisch, was tust du, wenn dann also irgendwie der Gesetzgeber kommt und sagt, da ist eine stabile API, die musst du verändern. Aus der Nummer wirst du leider nicht herauskommen. Du wirst eine zweite API nebendran stellen müssen. Wenn der Gesetzgeber dir vorschreibt, dass nur noch das auf diesem Weg sein muss, dann haben wir wirklich die Situation, dass alle in den sauren Apfel beißen müssen, auch die Nutzer deines APIs. Und wenn das eben eher optional ist, ihr müsst auch sowas anbieten, dann wirst du zwei APIs unterstützen müssen. Du kommst also, wie gehabt, du kommst aber aus dieser Doppelpflegenummer nicht raus. Beim Gesetzgeber, wie gehabt, kannst du vielleicht durch den Hintertür des alle müssen rauskommen, aber ansonsten kommst du da nicht raus, was das angeht. Okay, ich will jetzt nicht länger zwischen euch und eurem Kaffee stehen. Das heißt also, wenn ihr noch Fragen habt, kommt nach vorne. Ich bin auch noch ein bisschen draußen dann da oder schreibt mir auf Twitter, schickt mir eine E-Mail, sonst wie, fragt mich, also uwe.friedrichs@cozentric.de. Schreibe ich hier nicht drauf, damit ich nicht mehr Spam-Mails von irgendwelchen anderen Flitzpiepen bekomme. Aber euch würde ich antworten, ne? Also ja, da steht ein CTO in meinem Titel drin. Ihr habt keine Ahnung, wie viel Spam man da kriegt mit so einem Titel. Das ist unfassbar, wer mir einem alles was verkaufen will. Hey, wir haben das coolste Tool und sonst was. Aber wie gehabt, schreibt einfach, hab einen Vortrag bei mir auf dir oder Jax gehört, ich habe noch eine Frage. Dann, ihr kriegt eine Antwort, garantiert. So, ansonsten vielen herzlichen Dank, noch viel Spaß auf eurer Konferenz und gutes Gelingen.